Hey Fresh Family, was geht ab? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich befinde mich in der Küche, wie ihr seht, denn es ist Mittagszeit. Die ein oder anderen hatten uns in die Kommentare geschrieben, dass wir mal aufnehmen sollen, wie ich Essen mache. Und ja, es ist soweit. Heute gibt es Bratnudeln à la Daisy. Allerdings in einer Schnellversion, also nicht mit frischem Gemüse, das zeige ich euch gleich. Denn es muss heute, wie gesagt, schnell gehen. Wir haben noch einiges vor heute zu erledigen. Und ich habe gedacht, ich schalte mal die Kamera ein und zeige euch, wie ich meine Bratnudeln mache. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Seid gespannt. So, ich nehme einmal ganz normale Spaghetti. Die kochen schon. Mit ein bisschen Öl und Salz, ne? So wie man halt Nudeln kocht. Dann gibt es Buttergemüse dazu, statt frisches Gemüse. Entschuldige die Störung, Mama. Wo ist dein Handy? Oh, da ist mein Schatten. Ja, man sieht dein. Was machst du wieder Leckeres zu essen? Heute gibt es Bratnudeln. Bratnudeln? Freust du dich? Natürlich. Ja? Wenn du kochst, immer lecker. Oh, du hast mich doch fett gemacht. Dankeschön, ne? Bitte sehr. Du sagst nicht mal, ich soll zum Freund oder so, ne? Und du kochst mich immer und immer wieder. Ich finde das ja gar nicht witzig. Aber freu dich doch. Nein. Warte mal. Einmal an euch da draußen, was sagt ihr dazu? Gehört sich das nicht, wenn eine Frau kocht? Warte mal, Belichtung ist, glaube ich. Warte, ich kann das ja für dich machen. Also Leute, ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Alle Männer da draußen, ihr wisst selber, wenn ihr nach Hause kommt und ihr werdet bekocht von eurer Frau, das ist doch das Beste überhaupt. Ihr müsst nichts bestellen. Ihr müsst keine Fertigprodukte essen. Oder, ey, ich glaube, es gibt es da draußen locker Frauen, die Fertigprodukte holen und das irgendwo einfüllen und das dann deren Mann serviert, wenn er voller Arbeit kommt und er denkt sich so, oh, meine Frau hat gekocht. Spaß, nein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist schon krass, wenn ja, deine Frau ja, das Kochen drauf hat. Ne? Also heutzutage ist es, glaube ich, nicht normal. Viele Frauen sagen sogar, ich koche gar nichts für dich. Und dann kochen wir zusammen. Vertrau mir, ich habe echt Freunde, die sowas gesagt haben, ich war schockiert. Ich dachte so, was? Ich dachte, alle Frauen, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht so gehört, ne? Dann heißt es wieder später so, ja, was bin ich für ein Mensch und so. Aber das ist schon eigentlich, ja, das gehört sich auch irgendwo, dass wenn man eine Familie hat, dass man kochen kann, ne? Kochen kann und wenn man nach Hause kommt, dass der Tisch gedeckt ist und dieses Familie-Feeling reinkommt. Ich denke, irgendwo gehört es ja schon und nicht irgendwie jetzt Fastfood bestellen immer. Um so über die Runden zu kommen. Ja, jetzt habe ich wieder zu viel geredet. Die Kinder machen Chaos. Ich gehe jetzt wieder rüber. Genau, ich habe gerade schon erzählt, dass die Spaghetti schon kochen, ne? Ja. Yeah. Und dass es heute etwas schneller gehen muss, weil wir noch einiges zu tun haben oder zu erledigen haben oder erledigen müssen. Ja. Yeah. Deshalb gibt es dazu nur Tiefkühlgemüse statt frisches Gemüse. Ich bin so gespannt, wie das später aussieht, ne? Hat schon jemand Hunger, ne? Ja, ich hab Hunger. So, Papa wieder zu den Kids gegangen. Wir haben nämlich Alicia hier und das ist auch ein Grund, warum es jetzt schnell gehen muss, denn die bringen wir gleich auch wieder weg. Genau, wie gesagt, es gibt Buttergemüse statt frisches Gemüse. Sonst mache ich frische Karotten rein, frischen Weißkohl und ja, gegebenenfalls auch Fleisch. Heute gibt es Ei dazu. Das werde ich gleich rühren als Rührei. Dann geht es in die Pfanne. Aber das zeige ich euch. Huch, jetzt ist die Kamera ein bisschen beschlagen. Ja, genau. Ich nehme euch mit heute für dieses Gericht. Und genau, es ist natürlich jedem selber überlassen, wie er was würzt. Aber ich zeige euch, wie ich es würze. Und ja, wie ich es mache. Uns schmeckt es, meinem Mann schmeckt es, meinem Sohn schmeckt es. Deshalb seid gespannt und ich hoffe, es gefällt euch. Bleibt auf jeden Fall dran. So, also ich werde jetzt erstmal 4 Eier einfach hier in die Schüssel schlagen. Das hier in die Pfanne, die ist schon vorgeheizt. Die Spaghetti müssen jetzt auch gleich fertig sein. Da achte ich immer so ein bisschen drauf, dass sie noch so etwas bissfest sind, weil sie ja hinterher noch gebraten werden und dann
ja, sollen sie halt nicht zu matschig sein. Deshalb werde ich hier gleich eine probieren. Und dann werden die auch schon rausgenommen, abgeschreckt sozusagen. Und dann warten sie, bis sie in die Pfanne kommen. Die Nudeln sind fertig. Kommen jetzt hier rein, ne? Dann werden sie mit Wasser einmal abgespült, kaltem Wasser. So. Und jetzt warten sie, bis sie in die Pfanne kommen, ne? So, zeig mal kurz auf das Ei, Papa, bitte. Kann ein bisschen runtergestellt werden. Was ist daraus, Rührei? Ist auch gleich fertig. Ja, es bleibt so wie so ein Pfannkuchen und dann schneide ich das nachher so in Streifen. Ja, und dann kommt das so darüber und dann schmeckt das ganz lecker und ja. Eigentlich habe ich eine größere Pfanne, aber die ist irgendwo im Nirgendwo. Die habe ich nämlich benutzt für Jessicas Geburtstag und irgendwo ist die noch. Also, wenn ich weiß, wer Jessica ist meine Schwester. Ja, genau. Ne? Die es noch nicht wissen, ist Jessica, die kleine Schwester von Ben. Und genau, wie gesagt, die Pfanne ist, oh mein Gott, die Pfanne ist noch irgendwo im Nirgendwo. Ich glaube, noch in dem Raum, wo sie ihren Geburtstag gefeiert hat. Deshalb musste ich heute eine kleine Pfanne nehmen. Das Buttergemüse jetzt mit etwas Öl in die Pfanne gemacht. Das lasse ich jetzt auf jeden Fall ja tauen sozusagen. Dann kommen gleich die Nudeln rein, aber die Vorgänge zeige ich euch alle. Genau, und das hier sind meine Gewürze. Das ist eine süß-saure Soße, eine süße. Das ist nochmal eine andere Art von süß-saurer Soße. Dann auf jeden Fall Maggi, Salz, Pfeffer. Ganz, ganz wichtig, Knoblauchpuder, also Knoblauchpulver. Und Gemüsebrühe. Das sind so meine Standardgewürze. Genau, und da ist das fertige Ei. Das schneide ich nachher noch in Streifen. Aber das werdet ihr alles sehen. Okay, Leute, ich habe mich überschätzt. Die Pfanne ist zu klein. Das heißt, ich werde jetzt einfach alles in einen Topf machen und es einfach so anbraten. Ja. So sieht das Ganze mittlerweile aus. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich keine korrekten Angaben habe, was die Würzung betrifft. Bei mir ist einfach alles, ich sag mal, frei nach Schnauze mit probieren und abschmecken. Genau, die werden jetzt noch ein bisschen braten und dann kommt oben drauf gleich geschnitten das Rührei. So sehen die Nudeln fertig aus. Das wird jetzt noch in Streifen geschnitten und oben drauf gelegt. Und dann gibt's gleich lecker Essen. So, Ben isst das immer noch gerne mit dieser Soße. Eine normale süß-saure Soße. Schmeckt auch sehr lecker dazu. Ja, und so sieht das Ganze dann serviert aus. So, Papa, erzähl mal, wie schmeckt's dir? Einfach herrlich. Echt? Mhm. Oh, wie er genießt. Mhm.
Okay, schmeckt dir das auch? Okay, schmeckt lecker. Zu lecker. Ei. Ei. Auf Pommes-Style. Was denn, mein Schatz? Okay, du möchtest du probieren? Okay, komm her. Geh mal zu Papa. Mh, okay. Oh, lecker. Nice probieren? Lecker. Oh, China-Nudel für dich. Mama, ist lecker. Mit deinem angemalten Gesicht. Ja, er malt einfach sein Gesicht an. Hm? Okay, ist lecker, ne? Hat Mama gut gemacht, ne? Check. Mama gut gemacht. Check. Aha, Mama. Sehr gut. Mama auch? Mama auch. Mama hat gut gemacht. Sehr gut, Mama. Sehr gut. Wann eröffnest du eigentlich dein Restaurant, Mama? Oh ja, das ist eine gute Frage. Was machst du da eigentlich? Was machst du da eigentlich? Ja, okay, eigentlich darf man das gar nicht, weil du gerade isst, ne? Ganz verschlucken. Ja, ansonsten, das ist doch echt lecker. Sehr gut, das freut mich. Von Skala 1 bis 10. Was sagst du? Ich würde dir eine gute 8 geben, weil 10 wäre übertrieben. Auf den perfekt ist nicht mäßig. Ja. Du sollst dich nicht so freuen, du sollst dir immer noch Mühe geben. Okay, alles klar. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, dass wir das Video an dieser Stelle beenden und das Essen genießen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, lasst uns auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und falls ihr noch mehr Rezepte à la Daisy sehen wollt, schreibt es genauso, Leute, in die Kommentare. Ich musste sie quasi zwingen und ich meinte, ey, Daisy, du kannst gut kochen, das kannst du auch richtig aufnehmen. Und mit unseren Abonnenten das Teil, es gibt es da draußen Mütter, die eventuell nicht kochen können und auf einmal, das weißt du, abgucken oder abgucken so. Eventuell, jetzt nicht auf den, als wäre sie jetzt die Hälfte. Also, nein, oh Gott, das meine ich als gar nicht. Jetzt, als wäre Daisy jetzt die Heftigste oder keine Ahnung. Wir wollen ja alles mit euch teilen und euch auch irgendwo auch helfen, wo wir können. Deswegen dachte ich so, wenn sie kocht, sie macht das ja auch richtig gut und Augen essen ja mit. Und dann dekoriert sie das so richtig nice und so. Und dann meinte ich so, ey, lass doch mal so sowas machen mit indonesischer Küche oder so. Ja, kochen mit The Fresh Family, Teil 1, Teil 2, Teil 3, keine Ahnung. Leute, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das findet. Ist eine gute Idee oder nicht? Ja, lasst uns das auf jeden Fall wissen. Es würde mich selber auch sehr interessieren. Und vor allem würde mich interessieren, ob ihr es nachkochen würdet. Okay, Papa scheint zu schmecken, das freut mich. Wenn ja, könnt ihr das ja immer machen auf Instagram und dich dann markieren. Markieren, ja. Genau. Auf Leckerschmecker. Es schmeckt aber echt gut, ehrlich. Ganz einfach, also Rezept ist ja ganz easy, ich könnte das sogar machen. Ja, könnte er echt. Obwohl ich nicht kochen kann. Doch, ich kann so einiges. Doch, kannst du. Okay, auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Okay, sagst du tschüss? Okay, dann nicht. Sagst du tschüss? Bye, bye.